willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon Training. Ihr kennt meine Stimme schon und ihr hört sie in der folgenden Episode auch gleich zu Genüge. Bevor wir mit der Episode starten, möchte ich euch unseren heutigen Presenter vorstellen. Und das ist Sailfish, unser exklusiver Neo- und Schwimmpartner von Power und Pace, der auch dieses Jahr wieder treu an unserer Seite sein wird. Das ganze Jahr über bekommt ihr von Sailfish exklusive Angebote, Tipps und Tricks rund um das Thema Schwimmen. Aktuell hat Sailfish ein ganz besonderes Angebot für euch. Beim Kauf eines Neoprenanzugs gibt es Gutscheine im Wert von bis zu 100 Euro gratis on top. Zum Beispiel dann für euren nächsten Einkauf oder ihr nutzt die Gutscheine als Geschenk für einen eurer Trainingspartner. Ist ganz euch überlassen. Und jetzt kommt der beste Deal für euch Mitglieder von Power & Pace, denn für alle von euch gibt es exklusiv mit dem Code Power & Pace, alles groß und zusammengeschrieben, Power, ich buchstabiere kurz, P-O-W-E-R, kaufmännisches Und, also dieses Und-Zeichen, und weiter geht's, alles groß geschrieben, P-A-C-E. Und mit diesem Code bekommt ihr nochmal zusätzlich 10% Rabatt auf euren Warenkorb auf sailfish.com. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, schaut jetzt auf der Website vorbei und sichert euch das Angebot. Vorher hört euch natürlich die aktuelle Episode an. Da wünsche ich jetzt viel Freude. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Wir beschäftigen uns heute mit einem, ich möchte mal sagen, ganz besonderen Thema hinsichtlich des Triathlon-Trainings, gewissermaßen auch der Triathlon-Wettkampfsituation. Aber bevor wir damit einsteigen, einmal kurz zu mir. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace. Hier fast wöchentlich zu hören, wenn nicht meine Kollegin Anna Bruder oder Coach Björn Geßmann auch mal am Start sind. Und mir gegenüber, leider nur virtuell, ich hoffe auf das nächste persönliche Treffen, sitzt Ute Simon, Mentalcoach. Hallo Ute. Hi Jule. Wir haben gerade gesagt, wir teilen uns das so ein bisschen auf. Ich fange mal an, dich vorzustellen für alle die hier noch nie Zuhörer waren bei Podcast-Folgen, in denen du zu Gast sein konntest. Ute, du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, Mentalcoach über viele, viele Jahre schon. Bist fast 61, fast, also aktuell noch 60, beziehungsweise bei den Triathleten sprechen wir immer in Altersklassen, also AK 60 bis 64 und da wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Du hast mittlerweile eine eigene Stiftung, beziehungsweise eine Foundation gegründet, die Hakuna Matata Foundation, darüber können wir später vielleicht mal mindestens am Rande kurz sprechen, wie da gerade so der Stand ist. Und du hast mittlerweile auch 2 oder 3 Bücher geschrieben, einmal zu Atemtechniken. 7 Bücher hat sie mir gerade gezeigt. Ich kenne vor allen Dingen nur die letzten beiden, weil wir genau in der Zeit, als sie rauskamen, in engem Kontakt standen. Dazu auch gerne von dir dann gleich mal mehr Details, bevor ich mich hier noch verrenne. Und zu dem einen Buch speziell haben wir tatsächlich auch eine Podcast-Folge mal gemacht, als es um die Atemtechniken ging. Genau. Um genau darzulegen, inwiefern die in welcher Situation hilfreich sein können und welche Technik wann gut passen kann, um sich irgendwie wieder zu fokussieren, um wieder zu sich zu kommen, vor allem zur Ruhe zu kommen und dann entspannt weiterzumachen. Was möchtest du ergänzen? Ich möchte natürlich sehr gerne ergänzen, dass ich 2 erwachsene Söhne habe. Klar, das wollte ich dir auch überlassen. 89 und 91 geboren, also ja, schon alte Söhne. Das ist aber auch ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil und ja, auch einen ganz lieben Ehemann, auch ein ganz wichtiges Puzzleteil. Das ist so meine Ergänzung. Ja, und dass ich die Kombination wirklich liebe, so mein Business mit dem Mentalcoaching, aber auch so mit meinem Ausgleich, dem Sport, ob es Triathlon ist, ob es Marathon ist, ob es jetzt ein neues Ziel gibt, was ich vielleicht verrate, ich weiß es noch nicht. Das ist so, was ich ergänze. Ja, und meine 7 Bücher, die ich geschrieben habe, da geht es um das Thema Coaching, Mentaltraining, um das Thema Marathon und gerade einmal das Thema Ausgebremst, auch ein wichtiges Buch, wo es für die Leute geht, die jemanden zu Hause haben oder in der Freundschaft, wie auch immer, derjenige, der krank ist, aber ich sage immer die
die pflegen, brauchen auch einfach Unterstützung. Und die letzten zwei Bücher, wo du gerade schon von gesprochen hast, Jule, das sind die Toolboxen, Just Breathe und Feel Good. Da geht es halt um Atemtechnik, aber auch um viele Mentaltechniken. Einmal als Prophylaxe, aber auch um vor, während oder nach einem Wettkampf zu helfen. Und das waren unter anderem auch meine Hilfsmittel in einem ganz bestimmten Wettkampf, wo wir wahrscheinlich ja gleich auch noch drüber reden werden. Genau, nur deswegen sitzen wir heute zusammen, also weil wir uns dieses Thema zur Brust nehmen möchten und du für dich festgestellt hast, dass als du dich doch recht überraschend für die Ironman WM auf Hawaii qualifiziert hast, für 2023, du die Erfahrung eben vor Ort gemacht hast, wie sich Situationen so ergeben, wie es vor Ort denn tatsächlich ist, wenn man an der WM-Location ist, wenn man auf Hawaii vor Ort ist, mit den ganzen Aktionen, die angeboten werden, nimmt man alles mit, klappt das mit dem Fahrrad, wie bereite ich mich vor, nicht nur vom Training her, sondern auch mental. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du gesagt hast, pass auf, Jule, das sind alles Sachen, die habe ich gut durchgestanden, weil ich glücklicherweise auch meine eigenen Werkzeuge für mich selber nutzen konnte und nicht nur für Coaches. Aber ich hätte mich sehr gefreut, wenn da vorher jemand gewesen wäre, der mich an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, pass auf, das sind Szenarien, so könnte es kommen. Und ich kann dir nur empfehlen, Schritt 1, 2, 3, 4, so könnte es laufen und das könnte dir helfen. Aber genau dafür bist du eben heute da, um all denjenigen, nicht nur die sich für eine WM qualifizieren wollen, sondern vielleicht vor ihrem eigenen wichtigen Wettkampf stehen, und das ist egal, welche Distanz es ist, es ist egal, welche Ziele ihr habt, meistens steht ja an allererster Stelle vor allem erstmal gut und gesund da durchzukommen, einfach auch gut vorbereitet und möglichst ruhig und entspannt an die Startlinie treten zu können und die letzten Tage vom Wettkampf zu erleben. Damit wir da tiefer reingehen können, wäre es, glaube ich, total schön, Ute, wenn du einmal kurz so einen Rahmen zeichnest. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dann wirklich, wie du auch sagst, überraschend auf Hawaii gelandet bist? Ja, also es ist wirklich, das hört sich bestimmt seltsam an, aber es ist wirklich überraschend gewesen. Also für mich war grundsätzlich das Ziel, mal noch eine Langdistanz zu machen, jetzt in der AK60. Und die war geplant für Kalmar in Schweden und dann leider aufzuhören, weil ich auf dem Rad enorme Probleme habe mit Schulterschmerzen, die wir einfach seit ich Triathlon mache, habe auch erst mit über 50 angefangen, nicht in den Griff bekommen. Und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr weiterzumachen. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne noch eine Langdistanz machen. Und dann, ja, muss ich halt da leider zurücktreten. Wir waren in Schweden, ja, und ich mache es einfach ganz kurz. Es war also auch nicht mit Zeitfenster oder so geplant, nur wollte gerne noch vor 16 Stunden ankommen. Ja, und im Endeffekt kam der vierte Platz in meiner Age Group raus. das war natürlich so, als ich das dann abends spät im Ziel gesehen habe, da habe ich zu meinem Mann schon gesagt, wenn ich da jetzt morgen hingehe, könnte es ja sein, dass ich gefragt werde, was mache ich denn dann? Weil wir hatten zwei Slots in meiner Age Group und dann habe ich so für mich so gesagt, okay Ute, du gehst hin und wenn es sein soll, dann soll es sein. Also ich war schon sehr aufgeregt, weil ich bin grundsätzlich überhaupt niemand für Hitze, Schwüle oder Sonstiges. Ich habe früher immer gesagt, wo ich noch keinen Triathlon noch gemacht habe, ich würde nie nach Hawaii fahren, auch wenn ihr mir Geld zugebt, weil ich einfach das Klima nicht vertrage. Und jetzt meine ich müsste dann eine Langdistanz machen. Ja, und ich bin am nächsten Tag hingegangen und ja, als dann meine Age-Gruppe aufgerufen wurde, die erste hat genommen, zweite und dritte haben Nein gesagt und dann wurde ich gefragt. Ja, und dann kam ein Ja heraus. So nach dem Motto, und sie weiß nicht, was sie tut. Ja, aber das war einfach so, also ich habe es wirklich so, ich sage jetzt mal einfach so losgelassen, es war wirklich so, wenn es sein soll, soll es sein. Ja. Weil ich wusste genau, grundsätzlich höre ich ja auf und dann, auch wenn es ein Ziel gewesen wäre, ich weiß einfach, wie enorm intensiv die Vorbereitung für Kalmar war. Und ich habe gesagt, ich würde das Ganze nicht unbedingt nochmal durchmachen wollen, einfach durch die Wahnsinnsschmerzen. Also ich würde es nie jetzt nochmal extra versuchen, mich für Hawaii zu qualifizieren. Und deswegen habe ich gesagt, das ist eine Chance. Und ja, versuch's. Und wenn es nicht klappt, das ist eh die Sahne auf der Torte oder wie auch immer man es nennen mag. Und dann habe ich halt Ja gesagt. Und dann ging aber erstmal der innere Stress los. All dieweil ich jemand bin, der auch sehr viel, ich sage jetzt mal, mit seinem Körper spricht, aber durch die Mentalsachen einfach, weil ich hatte meinem Körper schon versprochen, dass wir nach Kalmar aufhören. Ja. Ich habe gesagt, bitte lass uns das noch durchstehen, lass uns finishen, weil ich, wie gesagt, also ich musste oft vom Rad runter während der Strecke und das macht einfach dann keinen Sinn mehr. Und jetzt muss ich erstmal mit mir klarkommen, dass ich dann innerhalb von 2 Monaten nochmal eine Langdistanz machen sollte, musste, durfte, wie auch immer. Und das war schon auch
eine körperliche und mentale Herausforderung. Und natürlich auch noch die Location, ja, so schön wie Ja. das ist und so die Mystik, aber auch so heftig ist sie natürlich auch. Ergibt es für dich Sinn, einfach vor allen Dingen dabei den Punkt, dass Hawaii als Location für eine Langdistanz sehr heftig ist, einzusteigen mit deinen Erfahrungen? Also das war natürlich auch, ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich denke, das werden viele auch zustimmen, wäre das jetzt die Quali für Nizza gewesen, hätte mich jetzt da irgendwo, ne, ich sag, nö, ne? Also, dann, also es ist wirklich Hawaii. Und das fand ich auch das Interessante. Ich war 2014 das erste Mal auf Hawaii als Coach Okay. und habe dann da erstmal diese Atmosphäre wahrgenommen. Und ich weiß dann noch, weil ich später das mal im Vortrag gesagt habe, dann habe ich wohl auch so reagiert, dass ich dachte, also das erste Mal dort gewesen, alles aufgesagt, boah, das würdest du auch mal gerne als Athletin erleben. Und ich habe damals noch keinen Triathlon gemacht, ja. Ach, Und verrückt. das fand ich so Wahnsinn. Also das ist mir dann so bewusst geworden, als ich da war, sag ich, guck mal, wie der Kreis sich jetzt hier schließt. Ich habe wirklich anscheinend damals mal einfach irgendwas losgelassen, ohne irgendeinen Hintergrund. Und im Endeffekt, ja, es war 2014 und dann war es 2023. Also ja, ne, das war 2016 war ich nochmal da, auch als Mentalcoach in Begleitung von einem Athleten. Und ja, und jetzt durfte ich dann zum dritten Mal, alle guten Dinge sind drei, dann wirklich vor Ort sein als Athletin. Und das war natürlich nochmal eine ganz, 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 ganz andere Situation. Das kann ich mir vorstellen. Ach, wie schön. Ich habe auch teilweise so eine Momente schon erlebt, dass du dann erst so checkst. Guck mal, und irgendwann habe ich mir mal gedacht, genau hier willst du sein. Genau. Ja, das ist Genau. irgendwie magisch. Freut mich sehr. Und dann warst du da. Und dann war ich da. Also ich bin, habe das dann, aber ich bin halt auch jemand, der dann sehr akribisch an die Themen rangeht. Also als ich dann wusste, okay, dann fing erstmal das Plan an. Und da es ja wirklich noch weniger als 2 Monate waren, dann finde erstmal eine Unterkunft, Location und all das. War dann auch nicht ganz so einfach, war mit Hannes Hawaii Tours, dann bin ich noch gut untergekommen, aber war nur noch ein relativ großes Apartment, dann erst überlegt, nimm mal Freunde mit und so, aber so kurzfristig niemand, auch niemand gefunden und ist ja auch eine teure Angelegenheit und war ganz kurzfristig. Und für mich war aber dann noch ganz wichtig, ich bin also 3 Wochen vorher angereist. Weil ich habe gesagt, ich muss wirklich mich akklimatisieren. Jetzt durch meinen Beruf als Mentalcoach, ich kann von überall arbeiten, das ist natürlich der Vorteil, Ja, konnte ich mir total. das in der Richtung auch leisten. Ich musste nicht irgendwo in einem Geschäft stehen oder mir Urlaub nehmen, sondern ich konnte von dort ja auch aus arbeiten. Aber es war für mich einfach wichtig, mir die Möglichkeit zu geben, mich darauf vorzubereiten. Das geht im Prinzip ja auch schon in die Mentalarbeit rein. Ja. Ne, zu gucken, was brauche ich, welche Sicherheit brauche ich. Und ich konnte auch nicht wissen, ist das richtig oder falsch, weil meine Trainerin auch sagte, die einen, die früh anreisen, es kann sein, dass sie nachher schon so hitzewettermüde sind, dass sie dann nicht mehr antreten können. Und andere wiederum, die wären besser mal früher angereist. Und da Ja. ich keinerlei Erfahrung da drin hatte, habe ich einfach auf mich gehört. Innerlich habe ich gesagt, ich gebe mir die Chance und entweder es klappt oder es klappt nicht. Also mit der Einstellung bin ich auch hin. Ich werde alles probieren, aber wenn es nicht geht, dann soll es nicht sein. Also es wäre kein Weltuntergang gewesen. Und das ist das, was wir im Coaching auch immer, also ich zumindest mal mit meinen Kunden, ob im Business oder im Sport rausarbeite, immer mal so Worst Case, was würde passieren, wenn, damit ich das für mich schon mal durchgearbeitet habe und es mich nicht immer wieder einholt, nur weil ich mich nicht traue, diese Befürchtungen oder was auch immer auszusprechen. Ja, und für mich war also ganz klar, wenn es nicht klappen sollte, dann ist es einfach auch dem geschuldet, weil mein Körper keine Hitze kann und was auch immer. Dann geht aber wie gesagt, dann geht die Welt nicht unter. Und dann bin ich halt die 3 Wochen vorher angereist, ganz alleine auch, weil mein Mann konnte so früh und so schnell jetzt nicht alles umwerfen. Der ist Arzt, konnte also die ganze Praxis schließen und so. Ja, und das war halt eben auch Herausforderung. Aber das war auch einfach, weil mir dieses Ziel so wichtig war, weil es auch wirklich das war, was ich im Endeffekt jetzt zumindest mal versuchen wollte, bin ich diesen Weg auch gegangen. Ich bin dann da wirklich angekommen. Hannes Hawaii Tours war noch gar nicht da. Ich war auch vor denen da. Das heißt, ich musste auch gucken, wie ich in die Location komme. Ich musste mein Rad das erste Mal alleine zusammenbauen. Da werden viele jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil sie sagen, okay, das gehört mit dazu. Nee, für mich bisher noch nicht. Ne? Ich hatte meinen Mann immer dabei. Ich habe dann immer mal zugeguckt, aber war ja auch schön, wenn es jemand gemacht hat. Ne? Ja, na klar. Und das waren schon die ersten Herausforderungen.
Und wie gesagt, wie du eben gesagt hast, ja, mit 60 ist das halt eben auch nicht mehr gerade so, als wenn man es mit 30 erstmal macht. Man ist schon in einer anderen, wie soll ich sagen, im anderen Zustand, ja, auch vielleicht aufgeregter, vielleicht, ja, ich kann es gar nicht so beschreiben. Es geht einem mehr durch den Kopf, also nicht so locker leicht, sondern man ist mehr Unsicherer, oder? unsicherer, auch mehr drin im Thema. Ich will das immer alles gerne verstehen, aber dann sind es wieder Dinge, die ich mir erst erarbeiten Ach so, muss, weil wir ja. die nie gelernt haben. Ne? Ja. Ja, Genau, also wie gesagt, ich war dann interessant. 3 Wochen vorher da und dann jeden Tag, also ich bin jeden Tag, wirklich jeden Tag aus meiner Komfortzone raus. Also Wahnsinn. erst so, ich bin kein Open-Water-Schwimmen gewöhnt, ich bin noch nie im offenen Meer geschwommen, also kein Wettkampf. Ne? Wenn das sonst irgendwo war, war es in Rot damals Kanal, es war See, es war Fluss, aber noch nie im offenen Meer. Und hier wusstest du, okay, ja. Also gut, Kalmar ist auch, aber das ist dann so eine Einengung vom Meer. Also kann man nicht mit dem offenen Meer halt vergleichen. Und dann hatte ich mir dann von der Location sagen, wo kann ich denn sozusagen mal das erste Mal ins Wasser, um das Gefühl zu kriegen. Dann habe ich mir so einen Mini-Strand genannt. Da bin ich dann, erstmal muss ich gucken, wie komme ich da hin. Und ich war da und bin dann so langsam ins Wasser rein. Und ja, im Endeffekt, Jule, es kam da so eine Wahnsinnswelle. Ich hatte mich erst noch rumgedreht und die ist mir so in den Nacken geschlagen, Ach, dass es krass. so ein richtiger Krach gegeben hat. Okay, das war's. Das war's. Ich bin da langsam wieder raus, wusste gar nicht, wie ich mich bewegen sollte. Und habe gesagt, was passiert hier gerade? Später habe ich dann festgestellt, ja, das ist auch kein Strand für Schwimmer, sondern das ist wirklich Surfer. für Surfer. Ne? Ja, und da habe ich also das war mein erster Tag alleine auf Hawaii. Und es hat richtig am nächsten Tag, also es hat richtig volle Pulle noch wehgetan. Und da wusste ich schon, da gehst du also nicht mehr hin. Das war so die erste Erfahrung. Also so ging es eigentlich los. Und dann, ich weiß nicht, soll ich weitererzählen oder wolltest du mir Fragen Ich habe stellen? eine Frage Ja. tatsächlich, weil ich kenne auch aus dem Coaching-Bereich so die Aufteilung von einzelnen Zonen, sobald man sich vornimmt, eine Komfortzone zu verlassen, ne, welche Zonen dann folgen. Können wir da oder kannst du speziell darauf kurz mal eingehen, damit vielleicht unseren Zuhörern auch klar ist, wie sich sowas entwickelt? Weil ich Ja. finde, vor allen Dingen, wenn du sagst, ich bin jeden Tag aus meiner Komfortzone raustreten müssen, klingt das ja schon unbequem. Also allein wenn ich dir so zuhöre, ne? Ich weiß, es ist mit viel Mut verbunden und ich weiß auch, dass es immer gut ist, aus der Komfortzone rauszukommen. Aber was passiert danach, wenn man den Schritt gewagt hat? Genau. Also Komfortzone ist im Prinzip ja die Zone, wo wir uns tagtäglich aufhalten, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns sicher fühlen, ne? Und den einen Schritt raus, das ist dann die Lernzone. Das sind dann neue Erfahrungen. Und das ist auch so das richtige Tempo, es zu machen. Aber das ist schon etwas so, okay, was passiert jetzt hier? Na, wie sagt man so schön, so ein altes Sprichwort, lieber die Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne? Ich gehe Ja, lieber ja. wieder zurück, ne? Weiß nicht, was da passiert. Und noch ein zweiter, das ist dann, wir nennen es oft die Panikzone, ja. Und das ist einfach so das Wichtige, dass man aufpasst, dass man nicht aus der Komfortzone praktisch direkt in die Panikzone reingeht, weil Panikzone wäre beispielsweise für mich gewesen, ich komme auf Hawaii an und mache direkt eine Schwimmsession von 3,8 Kilometer im offenen Meer. Ja? Vorher never ever gemacht, ganz alleine, du weißt nicht, was passiert. Das wäre einfach für mich zumindest mal too much gewesen. Jetzt Lernzone bedeutet, okay, du gehst jeden Tag mal ein bisschen mehr ins Wasser, nimmst die Boje mit, schwimmst ein Stück raus, schwimmst dann wieder zurück, schwimmst wieder raus, also dich vortasten. Und du hast eben gefragt, was passiert dann? Es gibt dir Step by Step ein Stück Sicherheit. Das heißt, ich vergrößere meine Komfortzone. Ja, noch nicht so Also ganz. ja, also oder näher mich mehr an, ne? Genau. Ja. Also es war schon immer wieder, schon wieder jeden Tag doch wieder einen Schritt raus aus der Komfortzone. Aber schon im Endeffekt, also wenn ich es jetzt sage, jetzt hätte sich erweitert, ne? Weil ich es jetzt auch mehrfach gemacht habe. Aber es ist dadurch auch, zumindest mal habe ich es ganz stark gemerkt, auch eine Wahnsinns-Mentalarbeit. Also ich habe da auch mental enorm mit mir gearbeitet, immer wieder im Prinzip so wie Mut zugesprochen und mit Bildern gearbeitet, sodass ich mir das Ganze auch, man könnte sagen, schön geredet, aber es hört sich vielleicht auch so ein bisschen leicht an, aber schon positiv oder mir Mut gemacht. Und nicht die Ängste so enorm zugelassen. Es waren noch keine Ängste. Ich hatte einen Wahnsinnsrespekt davor. Ja, Ja. das glaube ich. Weil ich bin als Kind groß geworden. Wir durften noch nicht mehr im See schwimmen und sonst nirgendwo. Gefährlich. Ja. So sind wir groß geworden. Strömungen und da ist einer ertrunken und da. Und deswegen, und das hat man ja verinnerlicht irgendwo.
Und jetzt ist man allein da bei einem großen, weiten Meer und meint, man müsste mit 60 Jahren das erste Mal so da reingehen. Ne? Also man überlegt schon, ist das jetzt gerade vernünftig, was ich mache oder nicht? Ne? Ja. Und das ist auch das Wichtige, sich selber kennenzulernen. Ne? Und dann aber trotz alledem, weil ich wollte das ja unbedingt machen, zumindest mal in den Versuch kommen, das auch den Wettkampf zu machen, sich ranzuwagen, aber Step by Step, sodass man es noch verdauen kann. Naja, und wenn ich direkt in die Panikzone reingehe, gut, es gibt auch viele Coaches, die arbeiten mit jemandem eiskalte Wasser werfen und irgendwann kann er schwimmen. Ne? Mag auch funktionieren, aber ich sage immer, ich muss gucken, was bin ich für ein Typ? Ne? Was macht das Ganze mit mir? Kann es sein, dass ich dann so einen Wahnsinnsschock kriege oder vielleicht auf einmal wirklich eine Panikattacke, die ich vorher nie hatte? So, und dann kann ich gucken, wie ich damit klarkomme. Ne? Also da muss man auch immer ganz individuell gucken. Ich weiß, dass ich jemand bin, ich probiere die Sache langsam aus, ich gebe mir meine Zeit, aber ich weiß auch, dass ich es dann schaffe. Ja. Also es ist je nach Typ eine Geduldsangelegenheit. Vor allem geduldig mit sich zu sein. Wenn man schon den Punkt erreicht hat, dass man weiß, so wie du dich jetzt kennengelernt hast, du bist jemand, der braucht Zeit und der ist dann aber auch bereit, sich diese Zeit zu geben, fordert das gewissermaßen ja auch Geduld als eine weitere Komponente, abgesehen von den anderen Sachen, die ja von dir gefordert werden, um in diese Lernzone zu kommen und langfristig die eigene Komfortzone auszudehnen. Absolut. Es hat bei mir ein schönes Beispiel, was mir gerade einfällt, als ich, wie gesagt, eben gesagt, mit über 50 erst angefangen mit Triathlon und dann das allererste Mal auf dem Rennrad gesessen. Ich bin bald gestorben vor Angst, weil ich gemerkt habe, wie dünne Reifen, wie wackelig das ganze Teil ist. Und dann noch mit den Klickpedalen, ja, also noch festgebunden sein. Und dann bin ich mit meinem Mann zusammen gefahren, weiß ich noch nicht, Strecke, und dann ging es auch so leicht bergab. Und dann bin ich irgendwann angehalten und habe dann mal getrunken. Und dann hat er gesagt, ja, aber irgendwann im Wettkampf, dann musst du auch während dem Fahren trinken. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt mache ich es erstmal so. Ja. Und, aber das bin ich dann, ich gebe dann auch nicht auf, weil mir war ja wichtig, es zu lernen. Aber dann habe ich mir meine Zeit genommen, bin ganz für mich alleine gefahren und habe Step by Step gelernt. Ja. Und das ist das, was ich eben meinte. Also das ist auch wiederum das Thema Mentalarbeit, das Thema Mindfulness sind wir eigentlich auch schon hier. Sich selbst wahrnehmen, aufpassen, erkennen, was brauche ich wann. Und es mag viele geben, die einfach sagen, so, ich fahre jetzt da jetzt beispielsweise mit dem Rad, ich fahre jetzt direkt mal, weiß ich, die Alpen runter und dann kann ich es. Mag sein, ja. Und dann ist das auch okay. Ja. Ne? Ja, Mentalarbeit, lass uns da gern anknüpfen. Du hast eben am Mindfulness auch gerade gesagt. Was hast du da neben dieser Herausforderung, alleine ins Open Water zu gehen, was letztendlich aber kein Open Water Spot war, wo du hingelost wurdest, was hast du im nächsten Schritt so für dich erkannt und was war die nächste Herausforderung, wo du vielleicht im besten Fall sogar aus dieser Erfahrung mit dem Open Water Swim schon profitieren konntest? Also wie jetzt eben so, ich bin also jeden Tag dann immer so ein Stück weiter. Also ich bin dann einfach an den richtigen Strand gegangen, wo wir später auch geschwommen sind, weil das war der einzige, wo es auch geht. Der war halt ein bisschen weiter weg. Ich musste immer organisieren. Und irgendwie, aber ich glaube, das ist auch das, was ich auch so gerne rüberbringen möchte. Wenn man sich wirklich lange vorher auch mit den ganzen mentalen Tools, wenn man die lernt, die sich aneignet, mit denen arbeitet, dann kommt in solchen Situationen eigentlich genau das Tool, was du brauchst. Bei mir ging es dann wirklich auf einmal los. Da kamen so innere Bilder, jetzt gerade in Bezug zum Schwimmen. Auf einmal hatte ich den Flipper vor mir. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also ich als Kind habe gerne die Flipper gesehen, den Delfin. Ja. Ich meine, hallo 60, ne? Wie viele Jahre ist das her? Und es war auf einmal da und ich habe den immer so toll gefunden, also einmal, weil er immer am Lachen war. Delfin sieht ja aus, als wenn er immer lacht. Das stimmt. Aber auch der, direkt die schöne Musik, ne? Flipper. Und dann habe ich mir das auf Spotify rausgeholt und habe mir die Melodie geholt. Und dann habe ich mir während dem Schwimmen vorgestellt, der schwimmt neben mir. Und dann habe ich immer beim Rechtsatmen den so angeguckt, ja. Und dann hat er mich begleitet und dann war ich direkt in einem anderen Zustand und das hat mir dann irgendwie auch, Flow wäre jetzt zu viel gesagt, aber es hat mich abgelenkt von anderen Dingen, wo ich vielleicht sonst drüber nachgedacht, oh, wie weit noch und so weiter und so fort, weil da war Strömung, alles Dinge, die ich ja noch nicht kannte. Ja. Also das war auf einmal so für mich da, wo ich gedacht, das tut mir gut. Ne? Und das, wenn du aber vorher dich noch nie mit diesen Dingen befasst hast,
wird es wahrscheinlich auch nicht mal gerade kommen. Oder wenn ich jetzt irgendjemand anderes als stell dir Flipper vor, hätten die mich vielleicht mal angeguckt, okay, alles klar. Und das ist so ein bisschen, wo wir am Anfang, wo du gesagt hast, hätte mir das mal früher jemand gesagt, also weil ich in dem Thema drin bin, sind diese Dinge da, aber viele kennen diese Dinge gar nicht, diese mentalen Tools. Und ich habe einfach dort vor Ort gemerkt, wie viel die helfen können. Und ich kann sagen, der ganze Vor, während und nachher, es war 50-50, 50% wirklich diese enorme Vorbereitung körperlich, aber auch 50% Mentalarbeit mindestens. Ja, Dass ich das Wahnsinn. ganze Ding machen konnte und durchziehen konnte und auch sogar noch ein Stück genießen konnte. Ja. Das glaube ich dir sofort. Das hast du ja im Vorgespräch auch gesagt. Und ich finde, 50% klingt enorm viel. Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, wie viel wir in Vorbereitung auf jetzt in deinem Fall dann unerwartetes Quali-Rennen und letztendlich dann nochmal in den letzten Zügen für so ein WM-Rennen investieren an Trainingszeit, auch an mentaler Stärke, aber vor allen Dingen irgendwie, ne, physisch da echt aktiv sind. Und trotzdem sagst du, 50% sind dieser mentale Aspekt. Im Verhältnis zu dieser Aussage mal von Robert Harting, der gesagt hat, 90% sind ist mental, 10% passiert im Kopf oder irgendwie so in die Richtung, scheinen diese 50% natürlich sehr wenig, aber jeder, der schon ansatzweise sich damit beschäftigt hat, wie er seine Gedanken ordnen kann, ne, und wie er sich irgendwie so einstellen kann, dass er positiv auf diesen Renntag blickt, weiß, dass das nicht von heute auf morgen getan ist, vor allen Dingen, wenn man bisher mit diesem Thema noch nicht in Verbindung gekommen, in Verbindung getreten ist. Und daran knüpft meine nächste Frage, weil du jetzt von den inneren Bildern gesprochen hast. Ist es relativ einfach für jemanden, der eben mit Mentaltechniken noch nicht so in Kontakt getreten ist, ich formuliere das mal so salopp, so auf die Schnelle sich ein eigenes Bild, inneres Bild zu basteln? Oder ist es eher was, was auf Erfahrung fußt? Das ist auch typbedingt. Ich habe jetzt gerade ganz spannend eine neue Kundin, die ist unter anderem auch Triathletin, aber auch im Beruf unterwegs. Und da arbeiten wir auch mit dem inneren Team jetzt gerade bei ihr, wo es auch darum geht, mit inneren Bildern so Engelchen und Teufelchen dabei haben. Und dann war bei ihr auf einmal schon eine Schildkröte dabei und ein ganz besonderer Vogel. Und da habe ich einfach so gemerkt, ich habe nur davon erzählt und da ging es bei ihr schon los. Da habe ich gesagt, boah, Wahnsinn, ne? Und sie war aber sehr offen dafür, ja. Und es kann genauso gut jemand sein, der sagt, okay, ne, so Engelchen und Teufelchen, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ne? Und dann wird es natürlich nicht so funktionieren. Also da ist erstmal eine gewisse Offenheit wichtig, oder zumindest mal, dass man neugierig ist. Ne? Und bei dem einen passiert es dann sehr schnell, er kann mit Tieren arbeiten, der andere, der arbeitet besser mit Musik, die er sich vorstellt, der andere wieder eher mit Stimmen und sie stellt sich vor, der Trainer würde jetzt das sagen, mein Partner, Partnerin würde jetzt das sagen. Da gucken wir auch immer so ganz individuell, was braucht jemand. Aber auch genau da ist die Vorarbeit halt schon wichtig, ja, dass er das einfach schon weiß und nicht dann auf Hawaii anfängst, ja, was könnte mir denn gut tun? Kann auch funktionieren, aber den Stress musst du dir eigentlich dort nicht machen, wenn du einfach diese Vorarbeit, muss ja gar nicht unbedingt Hawaii sein, sondern andere Wettkämpfe auch, wenn du die Vorarbeit einfach schon gemacht hast, weil genau die Sachen kannst du einfach im Training auch schon sehr gut gebrauchen und auch üben. Ja, Ne? ich finde es sehr interessant. Unterstützende Stimmen beispielsweise ist, glaube ich, was ich mir jetzt so vorstelle, am einfachsten zugänglich ist für die meisten Leute, selbst wenn sie sich mit Mentaltechniken noch nicht auseinandergesetzt haben, weil ich bin mir 100% sicher, jeder von uns schon mal in irgendeinem Wettkampf, das muss nicht mal ein Triathlon sein, sondern es kann auch ein Völkerballturnier in der Schule gewesen sein oder, jemanden aus der Familie oder aus dem Freundeskreis am Rand stehen hatte, der dir irgendwas Motivierendes zugerufen hat. Also ich hoffe, es ist nicht so lange her, dass da jemand stand und ihr könnt euch gut erinnern, dann wäre das ja wahrscheinlich schon der erste Schritt, ne, dass man vielleicht aus dem Anfeuerungsruf was für sich rausziehen kann, wo man im Training, keine Ahnung, wenn ich jetzt so daran denke, wenn ich harte Einheiten habe, üben kann, diese Stimme oder diesen Motivationsspruch abzurufen. Oder würdest du das anders, oder siehst du es anders? Also geht in die Richtung auf jeden Fall, aber interessanterweise habe ich gerade beim Thema inneren Stimmen auch ganz oft erstmal eine Arbeit mit, gerade mit Athleten, aber ja auch in anderen Bereichen, wo, ich sage jetzt mal, die falschen negativen, die falschen Stimmen erstmal unterwegs sind, sondern eher so in die Richtung, so aus dir wird ja eh nie was und du und Sport kannst du mal ganz vergessen, dass gerade bei Stimmen
Wenn da so Vorgeschichten da sind, die erstmal ganz, ganz laut sind und dann wiederum arbeiten wir natürlich erstmal an diesen Themen, aber dann kann das Thema Stimmen auch schon ganz schwierig werden, das mit Motivationsthemen einfach auch zu belegen. Also da muss man auch wieder ganz gucken, richtig gucken, was passt da gerade für mich. Ne? Ja, ja. Ne? Also es kann genau das richtige Thema sein, es kann aber auch mich dann einfach immer wieder zurückwerfen in irgendwelche Erfahrungen, die ich jetzt gerade nicht brauche. Ne? Mhm. Also wären vor allen Dingen die drei Wege, die du gerade aufgezeigt hast, wie du auch gesagt hast, das muss man üben und man muss vor allem offen dafür sein, schon eher, boah, was heißt eher, aber einfacher für jemanden, der im Thema Mentaltraining etwas gefestigter ist. Ja, weil er vielleicht dann leichter den Zugang findet. Also leichter den Zugang und weil es dann, ich kann es bei mir sagen, aber ich kann es jetzt gerade bei der einen Kundin auch sagen, wir arbeiten ja noch ganz frisch zusammen und sie sagt schon, dann kommt auf einmal, kommen immer mehr Sachen dazu, ja. Also wenn ich mich einmal darauf eingelassen habe und auch damit was anfangen kann, dann kann ich mich fast darauf verlassen, dass wenn ich in der und der Situation bin, dass ich ähnlich wie jetzt mache ich den Deckel von der Box und dann wird kommen, was ich brauche. Mhm. Und das finde ich so schön. Also das ist auch wiederum das innere Team. Passt, glaube ich, jetzt gerade auch so gut, wenn wir jetzt gerade die Handball-WM haben und da war jetzt gerade dann, wenn dann ein Spiel ist, wo man weiß, die ganze Bank, die ist bereit, die ist aufgewärmt und ich kann immer jemanden reinholen, den ich jetzt gerade brauche. Und so ist das beim inneren Team im Prinzip auch. Wenn ich weiß, ich habe meine Mannschaft dabei, wo ich mich drauf verlassen kann und die sind aufgewärmt, dann kann ich ruhiger in meinen Wettkampf gehen, weil ich weiß, die passen alle auf, wann sie gebraucht werden. Ja, das ist spannend. Lass uns bitte gerne nochmal auf dieses innere Team konkreter eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es nach außen, je nachdem, wie gesagt, wie nah man an diesem Thema dran ist, ein bisschen abstrakt klingt. Können wir mal exemplarisch so ein inneres Team bauen, beziehungsweise kannst du von Erfahrungen mit deinen Kunden sprechen, wie so ein Team aussehen kann? Also ich kann vielleicht auch da, wenn wir nochmal kurz nach Hawaii nochmal... Ja, oder wir nehmen deins. Das wäre natürlich viel besser. Genau. Also da hatte ich natürlich auch, ich sage ja, Mentalarbeit ohne Ende gemacht und unter anderem hatte ich mein inneres Team, also gerade beim Radfahren, ganz neu in mein inneres Team ist die Pippi Langstrumpf gekommen. Mhm. Wodurch auch immer, keine Ahnung, die war auf jeden Fall einfach da, also vorher schon in Wettkämpfen, weil in dem letzten Buch habe ich auch ein Zitat so von ihr, ja, also von... wer es ihr zugeschrieben wird, praktisch genommen, wo es dann heißt, ach, das habe ich noch nie gemacht, da bin ich ganz sicher, dass ich auch schaffe. Ach, schön. Ja, also, wir sagen ja oft, habe ich noch nie gemacht, oh Gott, ne, klappt bestimmt nicht. Und hier ist halt eher genau das Gegenteil, weil es ist ja 50-50 die Chance. Ne? Ja. Und Pippi Langstrumpf finde ich, ich glaube, ganz viele mögen die einfach auch total gerne. Und die ist für mich ermunternd, die nimmt das Leben leicht, aber ist dann trotzdem also aber auch ja vom Typ her, die Freunde kann sich drauf verlassen. Und ich bin dann sogar hingegangen und habe mir so eine kleine Pippi Langstrumpf, ich habe sie ja dir eben schon mal gezeigt, ich habe sie auch hier stehen, so eine kleine Pippi Langstrumpf gekauft, das war gar nicht so einfach, so eine zu finden. Glaube ich. Und habe die dann in mein Rad vorne mit reingetan, da wo ich sonst die Gels und so auch drin habe, sodass ich die auch sehen konnte. Und das war einfach so, gerade beim Radfahren, dass die mir Mut gemacht hat. Weil Pippi Langstrumpf ist für mich jemand, die auch schon mal Dinge aushält, die sich auch durchbeißt, die aber auch Mut hat, sich irgendwo durchzubeißen. Mhm. Und die war ganz wichtig für mich, im inneren Team mit dabei zu haben. Also die sogar sichtbar für mich zu haben. Ja. Ne, also und dann warte ich jetzt, wie ich eben vom Flipper erzählt habe, das war auch für mich das Thema innere Team. Ja. Dann war bei mich für mich im Laufen nachher, wo ich ja auch noch ganz viel mit mir arbeite, bleiben wir gerade beim Radfahren, weil ich da auch noch mit dabei hatte. Komischerweise alles Dinge aus der Kindheit. Ich weiß nicht, kennst du Black Beauty? Ja. Die Serie habe ich früher als Kind so gerne geguckt, dieses tolle schwarze Pferd. Und ich meine, auf Hawaii fahren wir ja in dieser Lavawüste, da ist ja rechts und links gar nichts. Ja. Und für mich war Black Beauty im Prinzip an der Seite mit dabei, ist dann mitgaloppiert. Auch Wahnsinn. Innerlich. Also du merkst, man kann sich dann im Kopf ganz anders beschäftigen, ne? Mhm. Mit schönen Sachen, die man auch sehr, sehr gerne sieht, die man gerne, gerne macht. Ich hatte dann auch noch mit dabei, kam auch, also alles so in den 3 Wochen, wo ich dann, wenn ich kein Training hatte, wo ich dann mich ausgeruht habe, da habe ich halt die Mentalarbeit gemacht. Auf einmal kam mir das Buch dann nochmal in den Kopf, die kleine Möwe Jonathan. Mhm.
Und ich wusste aber so die Geschichte nicht mehr genau und habe mir dann auch das kurz dann auf Spotify angehört. Und da ging es ja auch darum, dass sie so einen eigenen Weg gefunden hat, das Fliegen gelernt hat. Und hab gesagt, genau, du musst deinen Weg finden, beim Radfahren mit diesen Schmerzen klarzukommen. Und was dann wirklich beim Radfahren, mag sich jetzt komisch anhören, passiert ist, aber ich habe auf einmal eine Lösung gefunden für diese Wahnsinnsschmerzen, auf die ich früher noch nie gekommen bin. Und zwar hatten die bei den Verpflegungsstationen, Gott sei Dank, ich hatte ja schon Angst, wenn man so weit hinten ist, dann ist nicht genug Verpflegung da, weil das Jahr vorher war das ja, hatten die immer Wasserflaschen. Gut, die waren ja sehr schlecht, weil die aus den Haltern rausgesprungen sind, aber trotz alledem, ich hatte mir dann immer auch vorne eine reingetan, aber die waren eiskalt. Und warum auch immer, wie auch immer, bin ich auf die Idee gekommen, immer wenn der Schmerz ganz schlimm war, habe ich dieses eiskalte Wasser draufgeschüttet. Und das hat dann wie betäubt und ich konnte länger auf dem Rad bleiben. Ach, Ja? stark, ja. Und das sind auch so Dinge, die dann einmal, ob es jetzt durch den Möwe Jonathan gekommen ist, weil der auch seine Art gefunden hat, für sich zu fliegen, ich weiß es nicht. Ist ja auch völlig egal. Ja. Ich sage immer, wenn du Ideen hast, die dir gut tun, keinen anderen Schaden machen. Ne? Also das war für mich so beim inneren Team. Beim Schwimmen hatte ich noch so den Regenbogenfisch, was auf einmal für mich wieder auch so. Also Sachen, die während diesen Ruhephasen gekommen sind, die ich mir dann nochmal angehört habe, die Melodien mitgenommen habe und die dann mich praktisch in einen Zustand gebracht haben, positiv unterwegs zu sein, obwohl es natürlich mega anstrengend war, obwohl man natürlich beim Radfahren mehrfach aufhören wollte, aber die mich dann immer wieder abgelenkt haben, die mich wieder fokussiert haben. Das ist so dieses innere Teamarbeit. Also ganz andere Sachen, als die ich sonst dabei habe, wenn ich einen Vortrag halte. Ja? Und das meinte ich eben auch damit, wenn man sich mit den Dingen längere Zeit schon befasst hat, wenn man Dinge ausprobiert hat, wenn man offen ist dafür, dann darf man vertrauen, es kommt, was ich brauche. Das ist schön. Ich habe Also mir es waren für gerade. mich ganz, ganz neue Erfahrungen auch, wo ich dann sage, es klappt wirklich. Ist nicht nur, ich meine, ich wusste es irgendwo, aber Ja. hier hat es noch auf einer ganz anderen Ebene geklappt. Und wo ich sagte, dann ist deine Arbeit wirklich richtig und macht Sinn, was du mit deinen Kunden auch machst. Ne? Als ich dir gerade so zugehört habe und du dein Team vorgestellt hast, ist mir aufgefallen, du wirst diese Tage, die du auf Hawaii warst, so unglaublich fokussiert gewesen sein, oder? Weil Ja. ich habe, wenn ich so überlege, keine Ahnung, ne, so die Leute in meiner Generation, beziehungsweise die sowieso alles möglich über Smartphone machen, auf Social Media viel unterwegs sind, ob nur aktiv oder passiv, ist ja egal. Aber da bist du ja so schnell drin. Und sobald du dann auf Instagram durchscrollst oder was weiß ich, bist du ja nicht mehr fokussiert und bist du nicht mehr im Hier und Jetzt, um dich damit auseinanderzusetzen, was heute war, was heute noch passiert und dass dieses Rennen, diese Weltmeisterschaft ansteht. Das finde ich extrem faszinierend, weil sonst wäre ja im Leben nicht so viel Platz gewesen, dir Ja, das alles so zu verinnerlichen und zu veranschaulichen. genau. Und das war interessanterweise auch überhaupt nicht geplant. Ich hatte mir ganz viele Bücher, Unterlagen, ich hatte meinen Rechner, ich hatte alle mitgenommen, alles mit dabei, weil ich grundsätzlich dachte, okay, du hast schon noch einen richtigen Trainingsblock da, aber ansonsten musst du ja einfach Recovery machen. Und dann du hast danach Vorträge, du hast Workshops, du hast Seminare, du willst wieder ein Buch schreiben, hast ja genug Zeit für, ne? Und dann habe ich mal gemerkt, nee. Du hast zwar die Zeit, aber es war absolut nicht möglich, weil der Kopf war voll oder leer, wie auch immer man es sagen mag, weil ich hatte immer meine jeweilige Trainingssession zu verarbeiten. Wie ich sagte, eben im Schwimmen mich mental darauf vorzubereiten. Dann die Radfahrsession, die waren auf dem Highway. Boah, braucht man auch nicht immer. Das ist wahnsinnslaut und natürlich diese Winde, die mich auch dann vom Rad geschmissen haben und all so Sachen. Dann immer wieder, boah, du bist heil zurückgekommen, mich wieder mental darauf vorbereiten. Heute geht's wieder los. Dann laufen in der Hitze. Überhaupt nicht mein Thema. Also der Kopf hatte so viel zu tun und deswegen hatte ich überhaupt keine Möglichkeit, die anderen Sachen zu machen. Es ging nicht. Also ich hätte mich da mit Gewalt zu überreden müssen, wie auch immer, aber ich habe es sein lassen. Also daher gesehen, ja, ich war mega fokussiert, ohne dass ich es so geplant habe. Aber es Ja. sollte dann so sein. Ne? Und was ich mich gerade frage, hattest du denn das Gefühl, dass du, ich sag mal, nach den ersten 3 Tagen beispielsweise, die du da auch trainieren konntest und dich eben vor, während und nach dem Training mental damit auseinandergesetzt hast, wie ist dir das heute gelungen, wie ging es dir während des Trainings, wie geht es dir jetzt danach, dass du das Gefühl hattest, du bist erschöpft? Ja,
Ja, also einmal von den Trainingseinheiten, weil meine Trainerin sagte auch, ist natürlich jetzt der heftigste Block und dann auch auf Hawaii, ne, schlechter Gewissen. Aber für Ja. mich war es richtig, weil dann konnte ich das auch einfach spüren, wie es ist und dann aber immer noch zu gucken, wo findest du jetzt was zu essen, Oh weil ich war Gott, ja im ja. Apartment und ich wollte auf gar keinen Fall in Restaurants gehen. Einfach auch wegen Covid und all den Sachen. Mir war das auch zu viel, sich da irgendwo anstellen. Das ist mir einfach too much auch für den Kopf alles und die Lautstärke. Und dann bist du ja auch sowieso in einer anderen Sprache unterwegs. Also das war für mich auch ein Thema, wo ich dann unheimlich auf mich geachtet habe, was brauche ich? Und wo dann aber auch kein Platz mehr war für andere Sachen. Ich hatte ganz am Anfang erwähnt, es war dann nur noch ein größeres Apartment und wir dachten, wir nehmen Freunde mit. Du, schon nach 3, 4, 5 Tagen war ich so froh, dass keiner mitgekommen ist, weil ich habe gesagt, ich könnte mich gar nicht um die kümmern, weil wenn dann jemand mit dabei ist, dann willst du ja auch mit denen reden, mit denen rausgehen. Und ich brauchte einfach meine Privatsphäre. Und das habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt, der ist eine knappe oder gute Woche später gekommen. Da habe ich erst noch gedacht, boah, wie wird er denn für ihn sein, wenn du jetzt einfach nirgendwo hin möchtest, auch nicht zu den Veranstaltungen. Und dann habe ich auch dann ganz offen am Telefon mit ihm gesprochen, sag ich, Christoph, also mein Tageslauf ist im Moment so, abends um 9 im Bett, aber morgens schon wieder früh raus. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich so, ne? Weil es war auf einmal so mein Gefühl, aber ich da dachte, du musst vorher drüber reden, weil sonst versuchst du es jedem recht zu machen und dir geht es dann nicht gut dabei. Und dann haben wir das so direkt abgesprochen, dass er die ganzen Aktivitäten von Hannes Hawaii Tours mitmachen kann, weil die ganzen Radtouren, Laufsachen, die haben auch nicht in meinen Plan gepasst, ne? Ja, Und okay. ich habe dann meine Sachen gemacht, die hat er mit mir gemacht, wenn er dann da war, aber die anderen auch noch zusätzlich. Und das ist auch etwas, wo ich dann auch stolz war auf mich getraut zu haben, das auch zu sagen und nicht, oje, oje, ne? Und jetzt darfst du das schon alles machen und dann musst du doch auch noch für da sein und so weiter und so fort. Ne? Also auch das erkannt zu haben, es sollte so sein, dass niemand mitgekommen ist. Ja, na klar. Und andere wieder, ich habe ja auch dann doch natürlich auch mit anderen noch gesprochen, die man dann doch mal getroffen hat, wenn Briefing war oder so. Hey, die sagten, ich muss überall da dabei sein, da, ich brauche das, ich brauche das Umfeld, ich muss den Austausch haben, sonst werde ich verrückt. Ne? Also Und das ganze jeder für sich Gegenteil. zu sorgen. Ne? Ja. Ganz wichtig. Und Ja. das ist auch etwas, was wichtig ist, dass du es vorher weißt. Ne? Weil ansonsten gehst du dann rennst du da vielleicht ein paar Mal gegen die Wand und dann hast du dich ein paar Mal kaputt gemacht, weil du in Anführungsstrichen das Falsche gemacht hast. Ja. Ne? Ja, und ich finde, ich meine, ich kann da aus Erfahrung von der 73 WM sprechen, wo alles ja trotzdem noch etwas kleiner gehalten ist als jetzt vor allem auf Hawaii bei der Langdistanzweltmeisterschaft. Ich habe gestaunt, als ich den Event-Schedule mir runtergeladen habe, was da alles ansteht. Und teilweise sind es ja wirklich Pflichttermine wie Registrierung, Beutel abholen, Beutel abgeben an 2 verschiedenen Wechselzonen, zum Briefing gehen. Hast du nicht gesehen? Also alles so Sachen, wo du nicht sagen kannst, ja gut, dann bleibe ich heute mit dem Allerwertesten im Bett, schlafe mal ein bisschen länger und gucke, dass ich dann irgendwann gut ernährt auf die Trainingsstrecke gehe, sondern es sind ja einfach Termine, die musst du wahrnehmen. Und ja, das bedarf in diesem Gesamtkonzept von meiner Teilnahme bei der WM extrem viel logistische Planung und Absolut. Organisationsvermögen. Ja. Das habe ich extrem unterschätzt, bevor ich hingekommen bin. Ja, Und und dann wir waren eben auch der mit. Aspekt, ob du alleine da bist oder nicht. Also Auch noch bei mit dabei, genau. Und wir waren auch ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir mussten auch irgendwie immer organisieren, dass wir dann zum Pier kamen ja. und alles. Und wir wollten uns jetzt auch kein Auto holen, weil ich habe gesagt, ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche Ausflüge machen. Ne? Also das ist mir einfach alles too much, weil es natürlich auch zu der Zeit auch Kona überfüllt. Und alles, und du hast genug mit dir selbst zu tun. Wie wenn du dann 5, 6 Stunden Radausfahrt hast, dann bist du einfach alle. Ne? Ja. Noch nicht mal unbedingt körperlich, weil du dich alle gemacht hast, aber durch die Hitze, durch die ganzen Eindrücke, durch den ganzen Verkehr, durch die ganze Lautstärke, durch die andere Sprache, durch anderes Essen, durch anderes Schlafen. Also es mag auch einfach altersspezifisch auch so sein. Es gibt bestimmt auch viele, die stecken das ganz einfach weg. Ist ja auch in Ordnung, aber da geht es auch wieder darum zu gucken, was brauche ich? Ja. Ohne dass man jetzt Angst hat, man ist jetzt zu egoistisch, ne? Das ist ja auch noch das Thema. Also ist es vor allem wichtig, auch hinsichtlich dessen, welche Personen brauche ich um mich herum, brauche ich überhaupt zeitweise Personen um mich herum oder ist es besser, den Raum ganz für mich allein zu haben, sich darüber im Klaren zu werden, welche Bedürfnisse ich habe in diesem Absolut, Kontext, ne? absolut, absolut.
Und dazu auch zu stehen, aber die auch, wenn du jetzt mit Partner da bist, wenn du mit Freunden da bist, die auch zu signalisieren, auch zu erklären, finde ich ganz wichtig, dass man nicht einfach nur so macht, so unterschwellig, sondern auch einfach sagt, ich habe dann auch gesagt, Christoph, ich bräuchte jetzt mal gerade eine halbe Stunde, würde einfach gerne mal meine Yoga-Session machen oder wie auch immer, einfach so, oder will meine Mentalarbeit machen und dass ich dann einfach, dass man da die Tür mal zumacht, weil ansonsten ist man doch halb da und halb nicht da, ne? Aber das war Ja. für mich auch neu, diese Dinge sozusagen einzufordern. Aber es war richtig, ne? Ja, es ist echt extrem spannend. Ich habe mit meinen Jungs dann auch viel zwischendurch halt eben dann auch gesprochen, also auch über FaceTime und so. Und Einzige, was die Jungs sagen, Mama, du machst ja aber irgendwie gar nicht so einen Eindruck, als wenn du Spaß hättest, als wenn dir das gefallen würde, ne? Und dann habe ich gesagt, ich habe einen riesen Respekt, ne? Ich bin wahnsinns mega happy, dass ich hier bin, aber ich habe einen riesen Respekt und ich weiß bis zum Schluss nicht, wie geht das ganze Ding aus. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Aber ich kann auch nicht ju bei di, ju bei da, weil ich kann es nicht packen. Ne? Ja, Das ist ja. eine Riesennummer und deswegen mache ich den Weg jetzt so, wie ich denke, er ist richtig und entweder es geht auf oder es geht nicht auf. Und so bin ich auch an den Start gegangen. Oder die Woche, knapp Woche vorher ist ja dieser Hoala-Swim, ne? Wo du ja die Schwimmstrecke schwimmen darfst. Ja. Und dann habe ich auch zu Christoph, war auf Christophs Geburtstag auch noch, und da habe ich gesagt, wollen wir auf jeden Fall machen. Also grundsätzlich würde ich sowas vorher nicht machen, aber ich brauchte das auch für den Kopf. Boah, und das war Wahnsinn, Jule, zu sehen. Dann waren die Bojen ja mal gesteckt, 1,8 Kilometer, du konntest die letzte Boje ja gar nicht sehen geradeaus, wo die da irgendwo hinten im Meer ist. Da wurde einem schon ganz anders. Und im Endeffekt war es so, die Hoala-Swim-Strecke, jeder hatte über 4 Kilometer auf der Uhr, noch nie im Leben geschwommen vorher. Würden andere vielleicht auch lachen, was machen wir immer. Okay, wir nicht. Und dann gemerkt aber auch, dass die, also einmal hatten sie bei der Rückstrecke, hatten sie keine Bojen gesetzt. Das war natürlich toll. Da ist immer auch jeder länger geschwommen, aber auch allein die Strömung und dann noch die Wellen dann draußen, das mal einzuschätzen. Ich war erschrocken, wie lange wir gebraucht haben, aber ich war froh, es gemacht zu haben. Ja. Also ich war zwar alle, also auch körperlich und auch mental, aber auch mit einigen gesprochen, die dann noch mit dem Boot raus zurück sind, weil sie sagen, boah, ich bin mit dem Salzwasser gar nicht klargekommen, weil es Ach, ist schön. enorm salzig und mir ist total schlecht geworden. Und da war ich auch froh, dass ich mich immer die Tage vorher schon rangetastet habe, dass das nicht auf einmal ankommen und dann direkt rein und machen, ne? Sondern dass ich wirklich das schon wusste, ne? Also, Ja, ich aber habe Sach. das ist meine Art und Weise. Und andere würden sagen, würde ich mir nie antun vorher, ne? Dann, mein Sohn beispielsweise, Mama, würde ich nie machen, ne? Dann wüsste ich ja schon wirklich, was auf mich zukommt. Ja. Und dann gehe ich daher gar nicht mehr. Sag ich, okay, aber jeder ist anders, ne? Ja, das ist wieder Ja. diese Typ-Unterschiedlichkeit, ne? Diese Absolut. Differenzierung. Ich bin auch komplett deine Kategorie Sicherheit gewinnen. Das hat mir nämlich auch gerade, während ich dir zugehört habe, aufgeschrieben. Es ist wichtig, Erfahrungen zu sammeln, welchen Weg auch man immer wählen möchte für sich selbst. Durch das Verlassen der Komfortzone offensichtlich, ob man das jetzt kurz vorher macht, weil man das nur sieht oder nochmal die Streckenkarte durchgeht oder eben so, wie du das auch gemacht hast, rantasten an diese Strecke und alleine an das Open Water Swim, um die Sicherheit zu gewinnen und diese Gewissheit zu erlangen, ich schaffe das. Ja, Wie auch war immer das beim aussieht. Fahrradfahren genauso. Also ich bin bewusst immer den Highway gefahren. Der war furchtbar zu fahren. Also beim ersten Mal habe ich ihn gar nicht gefunden, da bin ich irgendwo anders gelandet. Und dann hab ich ihn gefunden und das war ganz, ganz furchtbar zu fahren, weil natürlich beim Training musstest du ja auf dem Seitenstreifen fahren. Da waren die ganzen Trucks und alles unterwegs, also so laut und die fahren ja auch dort so schnell. Also dann hast du einmal schon den Windzug von den Trucks mitbekommen, dann hast du aber auch die ganzen Windböen mitbekommen und die Seitenstreifen, die waren also auch entweder schlecht geräumt oder es wurde immer durch den Wind alles dahin. Und ich hatte dann insgesamt 4 Platten und Juli, ich hatte vorher noch nie einen Platten. Das heißt, ich durfte auch in der Lavawüste lernen, mein Rad zu wechseln. Und das war auch der Wahnsinn. Stehst da mitten in dieser senkenden Sonne, wo ich normalerweise nicht mehr mit dir angucke und musst dann gucken, wie du klarkommst. Ja. Ne? Also das waren auch so Sachen. Und dann bin ich dann irgendwann auch zurückgegangen, boah, Wahnsinn. Ne? Es hat funktioniert. Aber auch einmal, dann hat auch eine Dame, die noch älter war als ich, auch angehalten, weil hat gemerkt, dass ich da irgendwie rumarbeiten war. Und habe gesagt, ich krieg einfach den Schlauch nicht ab.
Und dann hat sie probiert und sie hat den auch nicht abbekommen. Also irgendwann dann schon mal, dann haben wir reingefüllt, dann haben wir in der Gaskartusche, meine hat nicht geklappt. Ich habe mir das nämlich vorher auch nur erklären lassen, wie es geht, aber hat nicht geklappt. Sie hat meine probiert, ging nicht. Haben wir ihre probiert, ist ihr Schlauch geplatzt. Ja, super. Nein. Ne? So, dann war jetzt schon zwei Schläuche nicht mehr da. Und dann, also auch so diese tolle Erfahrung, dann hat die dritte angehalten, später mal mitbekommen, das war eine Profi, das war die Jocelyn, weiß gerade nicht, wie sie, Macaulay oder wie Justin sie heißt. Macaulay, ja. Genau, die hat angehalten, ob sie helfen könnte und mir schon gedacht, wir haben das Rad gesehen, so, also nee, fahr ruhig weiter, bist ja mitten im Training. So, und das fand ich so mega toll. Dann hat die mir von sich einen Schlauch und alles gegeben und Kartusche und hat mein Rad repariert, sodass ich zurückfahren konnte. Und ich war ja noch alleine unterwegs und dann 3 Tage später kam mein Mann und dann musste ich 5 Stunden fahren, sind wir zusammengefahren. Ich hatte ersten Platten hinten, bisschen weiter hatte ich vorne einen Platten. Wir sind weitergefahren, hatte er einen Platten und Jule, und er hat seinen, und er hat ja das schon oft gemacht, seinen Schlauch auch nicht abbekommen. Da war ich erstmal happy so und hatte, ich war nicht so dumm dafür. Es waren einfach, die waren noch nie gewechselt, die waren wie verklebt mit dem Rahmen. Ne? Ja. Danach hat es besser geklappt. Aber das alles, und da bin ich auch vom Rad geflogen mit der Böe, hatte das Knie auf und alles, das alles erlebt zu haben, verarbeitet zu haben und sich am nächsten Tag wieder rauszutrauen, Ja, das hat Kraft Wahnsinn. gekostet ohne Ende. Ne? Aber das war aber für mich wichtig, es zu machen. Das glaube ich sofort. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was du gesagt hast, dass man diese Worst-Case-Szenarien durchgeht. Und ich habe gewissermaßen so ein Mantra, wenn ich, also ich kann nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles können, aber es ist wichtig, mindestens eine Person zu wissen oder keine Ahnung, eine Quelle zu kennen, an die ich mich wenden kann oder die ich raussuchen kann, um Hilfe zu bekommen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich so, wie ich es jetzt bei dir rausgehört habe, gut und wichtig im Voraus das Szenario auch durchgespielt zu haben, wie das, was du jetzt gerade erläutert hast, und sich dann darüber im Klaren zu sein, wer könnte mir helfen, was könnte mir helfen, wie könnte es mir helfen, um da vorbereitet zu sein. Absolut, weil ich hatte natürlich schon auch einen riesen Respekt davor, das erste Mal auf die Radstrecke zu gehen. Da hab ich gesagt, Glaube ich. boah, Highway und keine Ahnung und wie kommst du mit der Schulter klar und alles. Und den Vorteil, den ich dann gesehen habe, dass da so viel Verkehr war, habe ich gesagt, Ute, wenn dir irgendwas ist, irgendein Autofahrer wird anhalten. Ne? Ja. Und das habe ich sogar später auch erlebt, als ich dann mit Christoph unterwegs war und als er dann seinen Platten hatte und das dann auch gedauert und gedauert hat, wo er sagt, fahr du einfach, du weißt, bei 50 Kilometer willst du umdrehen, wir werden uns wieder finden. So, und dann bin ich ja bis 50 Kilometer gefahren und wollte dann noch lange umdrehen, da kam eine Windböe, die mich komplett umgeschmissen hat. Und es hat nicht lange gedauert, ein Autofahrrad angehalten. Guck Ja, da hat an. es sich sogar bewahrheitet. Ne? Wo ich, jetzt war ja Christoph auch da, ich weiß, der hätte es ja irgendwann auch gemerkt. Ja. Aber vorher habe ich auch gedacht, als ich ganz alleine da unterwegs war, als ich die ganzen Autos da gesehen habe, okay, wenn was ist, es wird jemand anhalten. Also mir Mut zugesprochen. Ne? Und das, aber auch alle zu Hause würde ich auch sowas, also oder andersrum, das habe ich auch alles nur gemacht, weil ich wusste, da ist ein Ziel. Weißt du, wenn das Ziel nicht gewesen wäre, den Wettkampf machen wollen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, da am Highway Rad zu fahren. Ne? Ja, Never ever. Ne? verständlich. Das ist gar nichts für mich, weil es gibt tausendmal schönere Strecken. Aber da war für mich auch wichtig, so dieses, wo du anfangs gesagt hast, diese Fokussierung. Mach die Sachen da, wo sie auch im Wettkampf gebraucht werden. Was nutzt mich die schönste Sightseeing-Tour? Die brauche ich im Wettkampf nicht. Ja. Also auch dann wieder es so klein wie möglich zu halten, die ganzen Eindrücke, nur die mitnehmen, die du auch wirklich dafür brauchst, um nicht noch mehr in den Kopf reinzutun. Glaube ich, so kann man es, glaube ich, auch sagen. Ja, stimmt. Würdest du unterschreiben, dass es sehr hilft, ein Ziel zu haben, um einen Schritt nach dem anderen zu gehen? Also für mich auf jeden Fall. Also ich habe danach 2 Monate wirklich überhaupt keinen Sport gemacht, weil ich es meinem Körper auch versprochen hatte. Also Ja. so bin ich auch im Wettkampf unterwegs gewesen. Beim Schwimmen hat die Schulter schon enorm wehgetan, also der Körper konnte und wollte auch nicht mehr. Ne? Und habe wirklich so also mag sich jetzt utopisch anhören, aber es war halt wirklich so, da komm, wir ziehen dann noch durch und also mich eher entschuldigt bei meiner Schulter, ne? So, weil ich alles mit der mache. Und habe danach aber 2 Monate gar keinen Sport mehr gemacht, einfach um die Ruhe meinem Körper auch zu gönnen. Ich meine, ich habe auch mir aus Hawaii Corona mitgebracht, fand ich jetzt überhaupt nicht prickelnd. Dann habe ich auch zu meinem Körper gesagt, du, ich hätte auch so Pause gemacht, ne? Ich brauche jetzt kein Corona noch dazu.
Ja. Ne? Aber dann war auf einmal auch, dann bin ich dann irgendwann wieder laufen gegangen, ein bisschen Rad gefahren, aber so, da wusstest du eigentlich gar nicht wofür, ne? Da habe ich einen riesen, riesen Unterschied gemerkt, ne? So, oh, gehst du heute raus? Oh nee, blödes Wetter, machst du doch nicht so, ne? Also es war der riesen, riesen Unterschied, vorher genau zu wissen, warum, weshalb, nicht zu hinterfragen von den Trainingseinheiten, ganz klar die zu machen. Und jetzt auf einmal, ach nö, was auch mal in Ordnung war, absolut, ne? Ja, glaube ich. Welche Rolle spielt das Thema Selbstvertrauen, vor allen Dingen, wenn du auf deine Hawaii-Erfahrung zurückblickst für dich? Also die ganze, das ganze, also Ereignis, der Wettkampf, die ganzen 3 Wochen dort vor Ort, die haben mir natürlich ein Wahnsinns Selbstvertrauen gegeben. Also einfach auch, weil ich es geschafft habe, aber auch wenn der Wettkampf nicht geklappt hätte, auch dann schon überhaupt diese Wege gegangen zu sein, alleine dorthin zu fliegen, alleine mit Koffer und Rad unterwegs zu sein, weil sonst tun wir uns immer aufteilen, der eine steht am Kofferband, der andere steht beim Sperrgepäck und Ja, so, ne? genau. Jetzt muss ich ja dann da auf San Francisco, musst du ja dann dein Rad und deinen Koffer abholen, um es da wieder abzugeben. Ja, okay, wie kriegst du das beides hin? Ne? Hast auch gar nicht so lange Zeit. Also all die Dinge sich bewusst machen, die man, das habe ich jeden Tag gemacht. Und das hast du geschafft und das hast du geschafft. Und das ist das, was Selbstvertrauen gibt und dir auch eine innere Ruhe gibt und auch eine innere Stärke. Und wenn es mal irgendwann irgendwas nicht klappt, dann ist es halt auch nicht schlimm. Und das mache ich auch so. Ich muss gerade lachen mit meinen Kunden immer. Ich mache auch einiges per Zoom und ich entlasse die auch nicht, bevor die sich immer wieder auf die Schulter geklopft haben. Also immer so diesen gemacht, weil wir viel zu oft unterwegs sind, dass wir gar nicht bewusst wahrnehmen, was wir alles hinbekommen. Wenn überhaupt, machen wir vielleicht noch einen Haken dran. Geschafft, geschafft, das nächste bitte. Aber die Dinge, die nicht klappen, da hängen wir uns rein ohne Ende. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, jeden kleinsten Schritt wahrzunehmen. Den geschafft zu haben, den aufzusaugen, den aufleben zu lassen, weil der gibt die Kraft und Energie für den nächsten Schritt. Und das ist im Business, im Privatleben, im Sport, überall das Gleiche. Und das haben wir entweder gar nicht gelernt oder verlernt. Und das ist für mich mit das Wichtigste überhaupt, um Vertrauen, auch inneres Vertrauen auch zu haben. Wie hast du es für dich geschafft? Bleiben wir gerne im Triathlon-Kontext so achtsam zu sein, dass dir auch diese kleinen Schritte auffallen. Ich denke, das ist wirklich auch durch meine berufliche Erfahrung, weil ich das viel mit meinen Kunden erarbeite, merke auch, wie dann auf einmal ein anderer Gesichtsausdruck kommt, wie eine andere Energie da ist. Und allein durch meine ganze, ob das die Ausbildung ist, ob das meine ständige Weiterbildung ist, wenn ich jetzt hier so gucke, wie viele Bücher über genau diese Themen hier liegen, dann ist es so, ja, selbstverständlich ist vielleicht ein bisschen groß, aber geht schon in die Richtung. Also es geht gar nicht mehr ohne, weil ich einfach weiß, wie viel es bringt und gibt. Ja. Also hast du da gewissermaßen eine Routine entwickelt? Oder ist es einfach so, wie du sagst, selbstverständlich immer da, wenn man es gerade braucht? Es gehört für mich mit dazu, auf jeden Fall. Immer. Also wenn ich dann schon alleine, wenn ich jetzt heute Morgen war ich hier im Park laufen und ist jetzt ein blödes Beispiel, ist ja egal. Dann mal gerade neue Schuhe ausprobiert. Also auch alleine darüber freue ich mich, dass das geklappt hat, dass das funktioniert hat, dass das Knie ruhig geblieben ist, dass ich mal wieder rausgegangen bin. Also selbst die Sachen, die für viele selbstverständlich sind, dann, wie soll ich sagen, bin ich wertschätzend mit mir. Hast du gut gemacht. So in der Richtung. Oder dann irgendeine Session auf dem Laufband gemacht, wo ich vielleicht, oder gestern auf der Rolle war, die Session hat ja gar nicht aufgehört. Und da war ich happy, dass ich durchgezogen habe. Und dann bin ich schon, dann lobe ich mich sozusagen schon, hast du gut gemacht. So dieses Chakra, weißt Ja. du? Habe ich früher auch nie gemacht, aber ich weiß inzwischen, welche Wahnsinnswirkung das hat. Das finde ich total schön. Was hast du denn für einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns hier, sag ich mal, die sich vielleicht in dieser Achtsamkeit noch üben wollen oder vor allem erstmal den Zugang dazu finden, dass sie anfangen, achtsam mit sich zu sein, um irgendwann diese kleinen Schritte auch zu bemerken? Wichtigste ist erstmal einen Sinn auch wieder da drin zu sehen. Ne? Genau wie eben vom inneren Team, wo ich sage, wenn ich damit nichts anfangen kann, ist es schwierig. Ne? Und wenn ich aber jetzt vielleicht rechts und links mal höre, da ist jemand mit dem Thema unterwegs, ich lese mal was, ich sehe mal einen Film darüber und merke,
ach, das wäre ja mal eine Möglichkeit, mich damit zu befassen. Also auch langsam mal reingucken, reinlesen, mit Leuten sprechen, die es auch machen. Und dann mal, wir hatten es eben erwähnt, beispielsweise mal mit Atemtechniken anfangen, weil das ist eigentlich das Leichteste. Und vielleicht auch schon merken, Mensch, ich kann mich ja mit ganz einfachen Techniken entweder wirklich beruhigen, in einen ruhigen Zustand zu kommen. Genauso gut kann ich mich mobilisieren. Ich kann mich dann auch so ein bisschen wie so einen mentalen Schutzraum aufbauen, wenn ich das brauche. Ich kann dadurch mit inneren Bildern arbeiten. Ich kann diese Dinge mehr zulassen, die vielleicht auch kommen. Also auch da wieder Step by Step. Ich sage immer so gerne, sich finden lassen, ja? Wenn du irgendwas liest, hörst, siehst und wenn du dann merkst, innen drin bist du so ein bisschen angetriggert, dann ist es genau der Zugang, der für dich gerade richtig ist, damit anzufangen. Ja, das kenne ich, wovon du sprichst. Schön. Ja. Das ist total gut. Du hast von Wertschätzung gesprochen und davon, dass es wichtig ist, sich immer mal wieder oder vielleicht sogar jeden Tag, vor allen Dingen bei den Sachen, die einem gewissermaßen schwer gefallen sind, immer auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hat man gut gemacht, um sich ja auch mit zu veranschaulichen, von welchem Stellenwert das ist, was man da jeden Tag so wuppt oder vor allen Dingen in so einer Ausnahmesituation, wie du es auf Hawaii kennengelernt hast. Ja. Was da ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch ist, ist das Thema Dankbarkeit. Und wenn wir da wieder hin zurückgefunden haben, weil es ist nicht selbstverständlich. Sag ich auch Und immer. klar, man sagt immer so, leicht schlimmer geht immer, ne? Aber ein bisschen ist da auch dran, wenn wir rechts und links gucken, jetzt gerade auch ich bei meinem Alter, aber es wird in deinem Alter genauso sein, dass wir immer Leute kennen, wo wir denken, boah, die wären froh, wenn sie mal das Problem hätten, was wir gerade mit unserem Sport vielleicht meinen, wir hätten eins. Ne, und dass wir auch da lernen, einfach wahnsinns dankbar zu sein für das, was wir machen können. Und dann bist du auch schon im anderen Zustand. Und dann bist du auch schon wieder mehr bei dir. Dann bist du auch schon im Thema Achtsamkeit und kannst dann wieder mehr, weil wenn du im Thema Achtsamkeit drin bist, spürst du mehr, was du gerade brauchst und was du nicht brauchst. Ne? Ja. Wo sich wieder ein anderer Kreis schließt zu dem, was wir gesagt haben, dass man sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen sollte, ne? Und auch da, ich hoffe, ihr behaltet eure Hoffnung, bedarf es ein bisschen Übung und vor allen Dingen auch den Mut, mal ganz ehrlich in sich reinzuhören. Vor allen Dingen in solchen eben WM-Szenarien oder Szenarien wie erste Langdistanz oder wie ich auch eingangs schon gesagt hatte, die Distanz und die Ambitionen sind da eher zweitrangig. Es geht ja darum, wie es euch geht in diesen Situationen, was euch herausfordert. Aber ja, also ich glaube, wir beide können nur dazu motivieren, mutig zu sein und wirklich ganz deutlich hinzuhören, um herauszufinden, was da vielleicht gerade los ist. Und es kann natürlich auch sein, dass sich irgendein Gefühl äußert, vielleicht eine Befürchtung zeigt, die aller Wahrscheinlichkeit nach völlig irreal ist und irrational, aber die ist da und dann gilt es rauszufinden, was hilft, die vielleicht irgendwie da sein zu lassen, aber dann auch nicht sich komplett davon einnehmen zu lassen. Ja, weil vor allen Dingen, wenn du sie wirklich jetzt nicht rauslässt, wenn du nicht mal vielleicht drüber redest oder wie auch immer, dann wird die ja immer da sein. Und spätestens am Wettkampftag ist sie dann nur präsent und dann brauche ich es nicht. Ne? Und klar, ich kann nicht jedes Worst-Case-Szenario durchspielen, aber wenn ich das, was im Moment präsent ist, durchspiele und vielleicht kommt später nochmal ein anderes und je mehr ich durchgespielt habe, umso mehr kann ich darauf vertrauen und wenn jetzt noch ein anderes kommt, dann passt vielleicht eine von den Lösungen, die ich dafür gefunden habe, und dann komme ich damit auch klar. Habe ich aber es bisher immer nur weggedrängt, so ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht so ungefähr, dann kann es einfach sein, dass es sich im Kopf immer wieder da ist, ne? Dass es immer wieder rund läuft und dann kannst du dich gar nicht auf die Dinge fokussieren. Du kannst gar nicht eine Pippi Langstrumpf mitkommen lassen, du kannst keinen Flipper dabei haben, weil das andere Thema einfach noch so dominant ist, ne? Und das wäre schade drum. Aber viele haben Angst, mal irgendwas überhaupt auszusprechen, weil dann vielleicht, wenn sie in der Gruppe sind, wird der ein oder andere mal komisch gucken. Ja, du machst ja vielleicht Gedanken oder auslachen. Aber ich habe es damals erlebt, fällt mir gerade so ein, als ich mich für meinen allerersten Marathon vorbereitet habe. Und ich war so aufgeregt von den ersten 100 Minuten Laufen. Die haben auf dem Plan gestanden. Und das war auf meinem Geburtstag damals. Werde ich nie vergessen. Ich hatte nachmittags meine Familie eingeladen. Abends sollte das, ich war da in der Gruppe drin, sollte 100 Minuten gelaufen werden. Du, ich wusste jetzt nicht, darf ich ein Stück Kuchen essen oder nicht? Ne? Also einfach so. Und dann habe ich, glaube ich, nur so ein bisschen und habe das abends so in der Gruppe erzählt. Und da weiß ich noch genau, sind wir in so einer Reihe gelaufen. Einer guckte von außen, du, ich mache mir über so solche Dinge auch Gedanken. Gut, dass sich Ja. mal einer traut, das zu sagen. Ne? Also
Deswegen aussprechen die Sachen. Der eine oder andere mag drüber lachen, aber ich sage, wir haben alle mal irgendwo angefangen und jeder hat seine eigenen Befürchtungen irgendwie. Und Ja. das hilft dann auch untereinander. Und das ist ein schöner Bogen zu unserer Community, die ja hauptsächlich auf Facebook in der Gruppe sich austauscht. Ich habe das auch glücklicherweise in diesen Community-Chat-Folgen, die ich regelmäßig aufnehme mit einzelnen Mitgliedern aus der Community, immer wieder feststellen können. Erstmal, es gab noch keine Frage, die keiner gestellt hat und jemand anderes nicht beantworten konnte. Das bedeutet aber auch, dass ihr eben mit euren Gedanken noch lange nicht alleine seid. Ganz offensichtlich. Man muss einfach nur das Quäntchen Mut an Ja. den Tag legen und es einmal mal äußern. Und sich wirklich, also sich im Klaren sein, ich helfe damit vielen. Ja. Ne, absolut. Und es gibt da auch keine dummen Fragen. Wenn ich mit irgendwas anfange, dann ist das meine Frage. Heute würde ich die Frage auch nicht mehr stellen. Ne? Und irgendwie drüber lachen, da muss man immer denken, mal back to the roots, sie hat auch mal irgendwann angefangen. Und ihr hattet wahrscheinlich auch eine Frage, wo ihr heute drüber lachen werdet. Ne? Das ist nicht fair. Ne? Ja. Irgendwo, sondern einfach zulassen, es gibt da keine dummen Fragen und zulassen, gut, wenn ich 10-mal die gleiche Frage stelle, dann muss ich vielleicht auch mal lesen, mal, da hat schon einer geantwortet oder wie auch immer. Aber ansonsten wirklich zu sich selbst stehen ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch so ein Wettkampf, ja, natürlich ernst nehmen in der Richtung, dass du fokussiert bist, dass du dich vorbereitest, aber dann auch wieder loslassen. Ja. Ja, das ist Ich habe schön. so eine schöne, das möchte ich gerne noch, ist vielleicht noch sogar ein Schluss, keine Ahnung. Aber fällt mir gerade wieder ein, was ich mir mitgenommen habe, auch und so wie ich dann bei dem Moala-Schwimmen vorne gestanden habe, aber auch im Wettkampf. Und zwar ist das von der Iron Nun, von der Sister Madonna. Ja. Sagt ihr vielleicht auch was, ne? Die hat ja mit 70, 80 oder noch länger hat die ja Ironman gemacht. Und die hat dann so schön gesagt, I will do my very best and God will do the rest. Oh, schön. Und das ist so etwas, ein Mantra, was ich mir mitgenommen habe, wo ich dann vorher, ich habe sogar noch ein bisschen ausgeweitet, I did my very best, das heißt, ich habe mich bestmöglich vorbereitet. Und jetzt ist, ob es der liebe Gott ist, ob es das Universum ist oder wer auch immer, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich gebe mein Bestes und dann gucke mal, wo es rauskommt. Und das gibt so eine Erleichterung, so, dann komme ich aus diesem Druck raus. Ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich lasse gehen. Ne? Das Können finde wir ich sehr gerne als schön. Schlusswort nehmen, Ute. Ja. Wirklich schön. Ich bin dir so dankbar, dass du einfach mal komplett dieses Hawaii-Erlebnis so ganz offen, transparent und ehrlich mit mir und damit auch mit der Community teilst. Wenn es jetzt jemanden gibt, man sagt immer so schön, da draußen, der sich hier so richtig gefunden gefühlt hat, ne, in all dem, was du beschrieben hast, von deinen Erfahrungen und deinen Erkenntnissen und hat das Bedürfnis, sich mit dir konkret nochmal zu dieser Situation auszutauschen, weil er Ähnliches oder sie Ähnliches erlebt hat oder braucht vielleicht vor allen Dingen deine Unterstützung im Mentaltraining, um solchen Situationen vorzubeugen. Genau deswegen nehmen wir ja heute auf. Wie kann man dich erreichen? In den tollen Social Media Kanälen. Nein, zum einen habe ich ja meine Website unter meinem Namen simon-ute.com und da ist auch die E-Mail-Adresse. Ich bin aber auch auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube unterwegs. Also Ute Simon eingeben, da findet ihr ganz viel von mir. So, das packe ich euch natürlich in die Shownotes, damit ihr auf direktem Wege einfach mit Ute in Kontakt treten könnt. Und mir bleibt einfach nur nochmal dir Danke zu sagen für deine Zeit und eben für diese Bereitschaft, so offen zu sprechen. Danke, Ute, es war mir wieder ein Vergnügen. Danke ebenso, Jule. Es passt. Passt mit uns beiden. Ich finde auch. Und euch da draußen allerliebsten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war für euch sehr bereichernd und vor allem erkenntnisreich, was es alles so zu berücksichtigen geben kann, wenn ein großer Wettkampf ansteht und den definiert ihr für euch ganz alleine, was das genau bedeutet und könnt dann entsprechend eben die einzelnen Punkte durchgeben. Die packe ich euch auch noch mal kurz und bündig auf Instagram in den Post. Und jetzt bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank auch für eure Zeit, Ute. Auf ganz bald und uns allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Okay, ciao, ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up.
Champion.